So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Platin. Wir sind hier gerade in den Eiseninseln. Ich war aber gerade eben nochmal in Fleetburg offscreen und hab Topschutz gekauft, 20 Stück, die wohl allem Anschein nach nicht funktionieren, weil sonst wird mir das Spiel hier kein Geborock entgegenwerfen. Muss gleich mal gucken. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, gerade eben einen Superschutz von denen, die ich noch übrig habe, eingesetzt zu haben. Aber wenn das Spiel meint, hier Georock, dann nehme ich halt Georock, ne? Kann ich mich jetzt auch schlecht dagegen wehren? So, hier haben wir ein Item. Ein Topschutz. Yay. Habe ich ja nicht gerade ganz viele von gekauft oder so. Danke, dass du mein Geld verschwendest, Spiel. Beziehungsweise ich habe ja mein Geld verschwendet. Oh! Darf ich dich um einen Kampf bitten? Er wird dieses langweilige Picknick unterhaltsam machen. Noch hier hat mir nicht in der letzten Folge erst jemand, der hier drin Picknick macht. Warum machst du hier drin Picknick? Und mit einem Raichu kriegst du bei den ganzen Gesteins-Pokémon hier auch echte Probleme. So, mit einem Raichu kriegst du übrigens auch gegen Terra Probleme. Möchte ich nur mal so nebenbei angemerkt haben, ne? Genau, aus diesem Grund und den Erdbeben. Sollte Raichu eigentlich one-hitten? Denke ich, schätze ich mal, hoffe ich mal. Wird es tun. Und... Bumm! Ja, ja, das reicht. Das reicht. Und wie das reicht. Man merkt auch an meiner Stimme, es wird wieder Winter. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir... Was? Ich habe zu schnell weggedrückt. Meine Stimme... Warum sind da drüben Items? Wie komme ich an diese Items? Ich möchte an diese Items. Hick, ich möchte an diese Items. Ah. Sneak... Hä? Und an das... Ein Fluchtseil. Okay, das... der Schutz scheint nur bei dem einen Georock nicht funktioniert zu haben. Dann haue ich erstmal die ganzen Superschutz weg, bevor ich Topschutz benutze. Schadet ja nichts. Es ist wohl hier und dann ja, hier rum, so. Und einen Beleber. Den Beleber nehme ich natürlich gerne mit. Hups. Dann einmal hier lang. Oh, den Fahrstuhl nach unten. Bums. Da ist ein Item drin versteckt. Nein, das ist nicht. Okay. Dann gehen wir zuerst rechts lang. Okay, das sieht schon mal richtig aus, glaube ich. Und links lang. Nein, das ist richtig. Denn den Typen da links kennen wir. Der hat sich ja gerade eben schon bei uns vorgestellt, als wir die Eiseninsel betreten haben. Komm, gegen dich kämpfen wir. Während ich die Sicherheit der Aufzüge im Blick behalte, kämpfe ich mit dir. Dann lass dich aber mal nicht ablenken. Weil ich glaube, wenn da jemand runterfällt von dem Aufzug... Der generell nicht sonderlich sicher ist, möchte ich mal anmerken, da er kein Geländer hat. Könnte es ganz schön wehtun, wenn da jemand runterfällt. Ja, ja. Das war guter Schaden, Botter. Ich bin stolz. Und ich glaube, der Feuerodem ist jetzt gar nicht so gut. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Feuerodem mich paralysiert? Spoiler, nicht hoch! Nun gut. Nehme ich mal so hin. Sind viele gute Erfahrungspunkte. 1A erscheint mir völlig sicher. Kein Problem, weiter das Geländer! Ich sag's noch! Ey, wenn da jemand runterfällt, ich bin nicht dran schuld. Moment, da waren die Bären. Eine Amarena-Beere. Nein, einsetzen. Für Water. Sehr schön. Und dann können wir uns hier weiter vorschlagen. Ich überprüfe die Aufzüge hier regelmäßig. Sicherheit ist gewährt. Das Geländer. Oh, Eisenschwamm. Oh. Gefällt mir. Da komme ich nicht durch. Da ist doch ein Item versteckt. Detektor, bitte. Wo ist mein Detektor?
Da ist ein wildes Pokémon. Ah, Golbat. Wann wirst du es endlich lernen? Keiner mag dich. Keiner mag dich. Es hatte ich sogar noch eine extra Generation. Oh, ein Sternenstück. Es hatte ich noch eine extra Generation und eine Weiterentwicklung gebraucht, bis überhaupt jemand Zubat gefangen hat, weil jeder dachte, ein Golbat ist voll kacke. Ja, es hat erst X-Bat gebraucht, damit Leute dich überhaupt angeguckt haben. Jetzt geh mir bitte aus dem Weg. Danke. So, du da. Ich möchte dich bekämpfen. Der Held der Arbeiterklasse begrüßt euch. Es ist Mittelschichtsman. Mittelschichtsman. Halt, ich wollte das Pokémon auswechseln. Der Held, den die Mittelschicht braucht, aber nicht der Held, den sie verdient. Es könnte wehtun. Okay, das hat gar nicht so weh getan. Magnetilo ist Stahl, ne? In der vierten Generation. Ich glaube, Magnetilo ist sogar ab der zweiten Generation schon Stahl, oder? Dass ich jetzt immer wieder nachdenken muss. So, Level 32 für Styx, auch endlich mal. Oh, eine physische Feuerattacke für unser physisch starkes Feuer-Pokémon. Ist etwas, was ich natürlich sehr gerne nehme, ja. Feuerzahn dürfte jetzt sogar stärker sein als Feuersturm, wenn ich richtig bin. Muss gleich ganz kurz mal schauen. Und es hat halt dreimal so viele AP. Jetzt wird Styx nämlich richtig nützlich. Ich muss gleich mal nachgucken. Der Held der Arbeiterklasse winkt zum Abschied. Es ist Mittelschichtsman. So, Styx, da mal dich. Hast... Ah, nee, mittlerweile hat es mehr Spezialangriff. Seit der Entwicklung. Okay, gut. Dann nehme ich alles zurück. Vor etlichen Jahren, bevor geschlossen wurde, habe ich hier... Ah, hier, das Ganze gibt's hier gar nicht mehr. Bevor geschlossen wurde, habe ich hier gearbeitet. Ich habe auch in der Feurio-Hütte in der Nähe von Flori gearbeitet. Man könnte sagen, dass mich Eisen anzieht wie ein Magnet. Haha, weil... Magnet und Eisen und die ziehen sich an. Hier ist ein Item versteckt, oder? Doch, da, ganz am Eck, ne? Nein? Hier ist nix? Gar nix? Wirklich nicht? Okay. Bist du denn ein Item? Nö. Okay. Dann gehe ich wieder. Wenn mich dieses wilde Pokémon nicht weiter aufhält, Georock, werde ich mit Water mal aus dem Weg räumen. Einmal Surfer. Und das Georock ist Geschichte. Wenn es keine Robustheit hat, nein, hat es nicht. Wunderbar. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was dieser ominöse Urs da mit uns vorhat. Hey. Daro, ich bin froh, dich hier zu sehen. Stört es dich, wenn wir ein Team bilden? Das Pokémon, die Pokémon werden immer unruhiger. Ich hatte gar keine Auswahlmöglichkeit. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Jodlidi, 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 jodlidi. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Felsen einen Energieschub. Es ist eine Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los. Und wenn wir jetzt eine kostenlose Heilung dabei haben... Hä, wie, wir bilden ein Team und keine Doppelkämpfe? Ernüchternd. Auf der anderen Seite ist ja gut, weil die KI in Doppelkämpfen meistens, also bis auf Schwarz und Weiß 2, nicht gut ist. Das ist faszinierend. In Schwarz und Weiß 2 sind die Doppelkämpfe tatsächlich gar nicht so schlimm gewesen, weil die KI echt nicht so bad war. Also so habe ich das jetzt auf jeden Fall erfahren. Es kann sein, dass andere da gar...
andere Erfahrungen mitgemacht haben. So, Level 34 für Water. Oh nein, Stalos, sollten wir auch aus dem Weg kriegen. Ist mich wahrscheinlich wieder mit Feuerodem paralysiert. Ja. 1 Surfer, ein guter Treffer und ein One-Hit. Water, ich bin begeistert. Da belohne ich mit der Erfahrung. Ich liebe es, sündhaft leckerer Zucker. Oh, ich habe mich beruhigt. Ich dachte, es geht um Felsen. Geht's nicht um Felsen? Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Wir sind tief im Berg. Weißt du, dass wir sind... Ulysses? Heißt du nicht einer aus Deponia? Aber du weißt, dass wir tief im Berg drin sind. Nicht hoch auf dem... Ah, egal. Egal. Schön. Erfahrungspunkte. Ein Rihorn. Eigentlich sollte sich Water hier ganz gut alleine durchschlagen können durch die Arena. Ich weiß nicht. Ich mag den Sprite von Rihorn in der 4. Generation echt nicht. Rihorn ist ein richtig cooles Pokémon, aber das... Das, Leute, das... ist kein guter Sprite. Hallo! So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo gehen wir lang? Da unten ist ein Doppelkampf. Hier, das scheint auch alles sehr weitläufig zu sein. Ein Finsterball nehme ich gerne mit. Hier haben wir ein Item. Ein Magnet. Nehme ich auch. Ich habe kein Elektro-Pokémon im Team, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ah, der kämpft nur in Doppelkämpfen mit. Mit einem Lucario. Oh, Lucario ist so cool. Lucario ist so cool. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Doppelkampf. Hey, das ist kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, dann tritt gegen mich an. Die Leute in der Fleetburg Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Arbeiter Quentin und Amatus. Nun denn. Natürlich die Frage, lasse ich hier Water drin? Wahrscheinlich mit dem Surfer, weil ich halt beide Gegner treffe. Werde ich trotzdem mit Water drin bleiben? Ist etwas risky. Oh, ich mache Lucario mehr Schaden, als ich ihn machen sollte. Oh, das macht guten Schaden, auch auf Magnetilo. Das gefällt mir. Level Up für Styx gefällt mir natürlich auch sehr gut. Und eine Knochenhatz für Magnetilo. Und damit sind die ersten Pokémon der ersten Runde ausgeschaltet. Sehr schön. So, ein Marshock. Und was war das? Ich habe es nicht gesehen. Ein Macholo. Da sehe ich, wer den Kürzeren gezogen hat. Ja, ich mache dem Lucario hier mehr Schaden, als die Gegner Lucario machen. Kraftwelle auch. Na, doch, nein, reicht nicht. Ich sollte vielleicht aber aufhören, Lucario Schaden zu machen, ne? Oh, aua. Aber Mashok hat sich selbst erledigt. Auch sehr gut. Auch du, Macholo. Und es reicht sogar. Rip Lucario. Aber dann kann ich ja weiter Surfer einsetzen. Woo! Moment, der hat nur ein Pokémon? Ja, das ist jetzt doof, ne? Das ist jetzt doof, ne? Doppelte Erfahrungspunkte für Styx und ein Georock. Gut. Dann hat Water hier wieder ganz alleine gecarried. Sehr schön. So mag ich das, Water. So mag ich das. Ich bin ein stolzer Trainer.
So, Level 35 für Water. Du hast mich wie ein Amateur aussehen lassen. Vielleicht sollte ich in die Arena, um dort zu trainieren. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt an dieses Item. Na, das war da oben. Ich dachte, da unten wäre auch eins. Top-Trank. Nice. Muss ich eigentlich mit dir reden? Ah, da muss ich dir wohl zustimmen. Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Nein, ich muss nicht mit dir reden, um meine Pokémon zu heilen. Sehr schön. Oh. Die kennen wir. KP Plus ist auch super nice. So. Upsa. Dann würde ich aber schon fast behaupten, ich werde von wilden Pokémon angegriffen. Onix und ein Georock. Oh, stellt euch vor, hier würde ein Shiny-Pokémon erscheinen. Und Lucario würde das Pokémon einfach besiegen. Oh, wäre das ärgerlich. Oh, wäre das... Das stelle ich mir... Das ist bestimmt schon mal irgendjemandem passiert. Dass hier ein Shiny-Pokémon erschienen ist und Lucario einfach so... Kraftwelle! Knochen hat's! Ups, ich will nicht austauschen. Gut, dann würde ich aber sagen an der Stelle... Moment, ich muss ganz kurz... So! Soll es erstmal gewesen sein mit Pokémon Platin. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao!